Ich hoffe, das ist das einzige ernste Video, das ich jemals hochladen muss. Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wow, ich habe das echt schon so lange nicht mehr gesagt. Ich habe echt Angst, dass ich nicht mehr weiß, wie das Ganze funktioniert. Es ist so viel Zeit vergangen und es ist so viel Zeug passiert seit meinem letzten Video. Ich würde sagen, ich rede einfach mal drauf los und schaue, wo das Ganze hinläuft. Ich werde dieses Video auch nicht so stark bearbeiten wie meine ganzen anderen Videos, weil es doch ein sehr ernstes Thema ist. Leider. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal von vorne an. Vielleicht könnt ihr euch noch an mein letztes Video erinnern, das ist ungefähr vor 7 Monaten rausgekommen. Da habe ich über einen Ablaufplan geredet. Und dann kam noch ein Video und dann war Funkstille. Das, was damals tatsächlich passiert ist, ist, dass mein Freund und ich beschlossen haben, dass wir uns trennen. Also der Jesse und ich, wir sind nicht mehr zusammen. Den Jesse habt ihr in ein paar Videos gesehen, der ist ab und zu mal vorgekommen. Und ja, wir haben einfach gemerkt, dass es nicht funktioniert. Und ich habe dann wirklich ein bisschen Zeit gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Ich glaube, das ist verständlich, eine Trennung ist nie so lustig. Und dann fingen auch schon die ersten Symptome an. Also ich bekam eine Blasenentzündung, was in den meisten Fällen zwar echt unangenehm ist. Ich glaube, jeder, der mal eine Blasenentzündung hatte, der weiß, wie unangenehm das ist und dass man da nicht wirklich Lust auf irgendwas hat. Mein Problem war einfach nur, dass die Blasenentzündung für die nächsten 7 Monate nicht mehr aufgehört hat. Also die erste richtige Blasenentzündung hatte ich dann so Mitte, Ende März, genau bei der Corona-Hochphase. Das war echt ein richtig schlechtes Timing, aber ich dachte damals eben auch, es ist nur eine Blasenentzündung. Und ich bin dann schon zum Arzt gegangen, der hat mir Antibiotika verschrieben. Dadurch ist es dann auch immer so 3-4 Tage besser geworden, aber sie ist immer und immer und immer wieder zurückgekommen. Und das von März bis August, September. Und immer wenn sie zurückgekommen ist, bin ich halt wieder zu einem Arzt gerannt. Mittlerweile, ich weiß nicht mal, bei wie vielen Ärzten ich war in der Zwischenzeit. Und es war ganz egal, welches Antibiotikum man mir gegeben hat, egal welches Medikament, egal was wir gemacht haben für meine Blase. Die Blasenentzündung ist eben immer und immer wieder zurückgekommen. Und ich hatte auch, wenn ich mal keine Blasenentzündung hatte oder halt Blasenentzündungssymptome, dann hatte ich, bitte für die Info, Blutdämorien. Und das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Das kann ich euch jetzt sofort sagen. Aber ich dachte damals eben auch nur, ich bin eine Frau und alle Frauen kennen das. Der Körper spielt manchmal verrückt, Schmierblutungen, was auch immer. Es kann passieren, dass man sowas bekommt. Jo, es war nicht normal. Das kann ich euch gleich schon mal sagen. Ich hatte einmal so starke Schmerzen von der Blasenentzündung, dass ich gar nicht mehr vom Klo runtergekommen bin, blöd gesagt. Und dass der Arzt zu mir kommen musste. Der hat mir aber dann natürlich auch nur ein Antibiotikum verschrieben. Das hat es dann wieder 3-4 Tage besser gemacht. Und dann hatte ich auch zweimal so starke Schmerzen, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und das eine Mal habe ich Antibiotika gekriegt und die Ärztin hat aber gemeint, dass man keine Bakterien findet. Und dass ich eigentlich gar keine Blasenentzündung habe. Ich hatte alle Symptome. Ich hatte Schmerzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber man hat nichts gefunden. Und das waren für mich schon so Anzeichen, so okay, irgendwas stimmt da nicht. Und ich weiß zu der Zeit, und auch weil ich so jung bin, ich bin 23, ist man nicht davon ausgegangen, dass es was Schlimmes ist. Und ich weiß, die Ärzte damals, zu dem Zeitpunkt vor allem, hatten so viele andere Probleme wie ein Mädchen, das zum 20. Mal wegen einer Blasenentzündung kommt oder wegen Blasenentzündungssymptomen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich hatte nur so viel Schmerzen, ich konnte meinen Alltag schon gar nicht mehr normal leben. Deswegen, und man ist im Endeffekt einfach nur noch verzweifelt, wenn der Körper so extrem gegen einen ankämpft, wenn man alles probiert, um den Körper gesund zu machen. Und ich habe mich dann auf die Suche nach einem Spezialisten gemacht hier in Wien und habe zum Glück jemanden gefunden, der mich sofort ernst genommen hat. Und der hat gesagt, wir müssen unbedingt eine Blasenspiegelung machen. Und die Blasenspiegelung, die hätte ich im August schon gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich eine Blasenentzündung. Also an dem Termin, wo man in meine Blase reingeschaut hätte, habe ich eine Blasenentzündung bekommen.
Und deswegen konnte man das leider nicht machen. Und dann hat sich das Ganze nochmal um einen Monat verschoben. Ich bin dann Mitte Juli, bin ich dann sowieso auch noch umgezogen. Also ich habe davor mit dem Jesse in einer Wohnung gewohnt, wollte aber nicht mehr alleine wohnen und bin dann mit drei Freundinnen zusammen gewohnt. Das ist nicht hier, also das ist nicht mein normaler Aufnahmeort. Warum ich gerade hier bin, erkläre ich euch auch gleich nochmal. Aber auf jeden Fall bin ich im Juli und August bin ich umgezogen und das war eben nochmal so ein großes Ding, warum ich wieder nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Ja, und dann war es Anfang September und ich konnte endlich zur Blasenspiegelung gehen. Ich habe die Sekunden gezählt bis zu dem Termin und ich habe die Daumen so stark gedrückt, dass es nichts Schlimmes ist. Meine Familie und Freunde haben mir alle gesagt, geh nicht vom Schlimmsten aus, was ich niemals machen würde. Ich gehe immer vom Besten aus. Ich hatte nämlich von 15 bis 19 hatte ich Magersucht. Ja, jetzt packe ich die richtig harten Fakten über mich aus. Und ich weiß, wie das ist, wenn man ganz am Boden ist, wenn man so fertig mit allem ist, dass man nicht mehr will, dass man eigentlich nichts mehr spürt, man spürt keine Freude mehr, man spürt keine Traurigkeit mehr, man spürt nichts, auch keinen Schmerz mehr. Ich war bei einer Körpergröße von plus minus 1,68, 1,69. Hatte ich nur noch 37, 38 Kilo. Das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich. Falls es euch interessiert, kann ich euch die auch erzählen. Vor allem damals habe ich mir ganz stark geschworen, dass ich nie wieder so leben will, dass ich nie wieder so fühlen will, also dass ich nichts fühle. Und ich habe mir geschworen, dass ab dem Zeitpunkt, dass mein Leben schön wird, blöd gesagt, dass ich Glück verdient habe. Und alles, ach, das klingt so blöd. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also deswegen, ich bin froh, dass ich die Magersucht gehabt habe. So krass es klingt, aber es hilft mir jetzt sehr stark, das Positive in allem zu sehen, was mir so passiert oder was auf der Welt so passiert. Auf jeden Fall zurück zu der Geschichte, was es eigentlich geht. Anfang September hatte ich dann eben die Blasenspiegelung. Ich weiß nicht, ich glaube, es interessiert euch nicht wirklich, was man da macht. Man fährt halt mit so einem Stab in die Blase, wo vorne eine Kamera dran ist. Und es hat nicht lang gedauert und der Arzt hat einen Tumor in meiner Blase gefunden und der war leider bösartig. Also Blasenkrebs. Und bis hierher habe ich mir auch Stichpunkte geschrieben, was ich alles so sagen will, weil ich immer, wenn ich drüber rede, anfange zu weinen. Tut mir leid. Der Arzt hat mir auf jeden Fall sofort eine Überweisung fürs Krankenhaus gegeben. Und ich hatte dann am 14. September eine Operation, wo man den Tumor rausgeschnitten hat. Und zum Glück, ich hatte wirklich Glück im Unglück. Man hat ihn relativ früh entdeckt. Also er war jetzt noch nicht zu groß. Und die OP ist an sich auch gut verlaufen. Nur gab es nach der OP richtig heftige Komplikationen. Ich dachte mir nämlich wirklich, yay, wenn der mal draußen ist, auch wenn er bösartig ist. Dann ist eigentlich das Größte schon geschafft, aber die Komplikationen danach, uff, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie solche Schmerzen. In der Blase hat sich sehr viel Blut und okay, vielleicht erzähle ich euch das nicht so genau. Nee, vielleicht nicht, vielleicht ein andermal. Ja, das war das Schlimme. Ich musste sehr lange im Krankenhaus bleiben, einfach weil das nicht besser geworden ist. Sie haben mich dazwischen auch mal nach Hause geschickt, weil ich einfach nicht mehr im Krankenhaus bleiben wollte. Es gab einen Tag, da habe ich nur noch geweint, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Weil es einfach, ja, man bekommt nicht jeden Tag die Nachricht, dass man Krebs hat. Auch wenn es im Endeffekt Glück im Unglück war, weil ich muss keine Bestrahlung machen fürs Erste und keine Chemo, weil man ihn so früh entdeckt hat. Trotzdem ist es so,
so belastend für die Psyche und ach Gott, es tut mir so leid. Ich rede vermutlich so viel Blödsinn gerade. Ach Gott. Ich weiß, dass alle und jeder das Beste gegeben hat. Also die Ärzte, die Krankenschwestern, die waren alle so toll, so nett, so lieb. Auch die Menschen in meinem Zimmer, die haben mir so viel weitergeholfen. Aber es war trotzdem schwer und schmerzhaft. Und ich habe natürlich von der OP auch noch einige Nebenwirkungen bekommen. Also natürlich eine Blasenentzündung, die mir fast in die Nieren auch gestiegen ist. Dann habe ich Fieber bekommen. Alles Mögliche. Und ich war nach den Tagen im Krankenhaus, war ich so gut wie gar nicht ansprechbar. Ich war wirklich wie... Ich muss echt sagen, ich glaube, das letzte Mal so gefühlt hatte ich mich während der Magersucht, dass ich einfach gar nichts mehr fühle. Man konnte mit mir nicht wirklich viel anfangen und ich bin dann erstmal ein paar Tage zu meinen Eltern gefahren, die auch noch sehr gut um mich gekümmert und waren alle für mich da. Und ja, ich habe jetzt Ende Oktober, also am 28. Oktober, habe ich eine zweite Operation, wo man schaut, ob der Tumor wirklich ganz weg ist, also ob sie alles erwischt haben oder ob in den 6 Wochen jetzt irgendwas nachgewachsen ist, was eh super ist. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich ein bisschen ein Trauma von einem letzten Krankenhausaufenthalt, weil der wirklich schlimm war. Aber ich habe zum Glück die Möglichkeit, im Krankenhaus mit der Psychologin dort zu reden. Weil es hätte, ich weiß nicht, es ist so schwer zu beschreiben, wenn man selber nicht die Diagnose gekriegt hat. Halt, das klingt voll blöd, aber zum Beispiel, mein Opa hatte auch Krebs, Lungenkrebs, und ist daran gestorben. Und Krebs wirkt immer so weit weg, solange es niemand hat, der einem nahe steht. Ich hoffe, ihr wisst oder versteht, was ich meine. Und wenn man die Nachricht dann selber noch bekommt, dass man selber Krebs hat. Nochmal zurück zur zweiten Operation. Da schaut man eben nach, ob was nachgewachsen ist in der Zwischenzeit oder ob sie wirklich alles erwischt haben. Und ich muss danach die ersten 3 Jahre alle 2 bis 3 Monate eine Blasenspiegelung machen, damit nichts nachwächst und halt wiederkommt, weil ich auch so jung bin. Es fühlt sich halt alles so surreal an. Es hätte so viel schlimmer laufen können und ich bin normalerweise null so, dass ich so denke, so was wäre wenn, weil es bringt ja nichts. Ich hatte das Glück, dass man das so früh gefunden hat. Ich denke mir nur, was wäre passiert, wenn die Umstände nicht gewesen wären, wenn das Ganze nicht so gelaufen wäre. Weil dann hätte ich auch nicht so oft... Ja, ich weiß. Ah, ich denke mir selber. Aber ich glaube, das ist einfach alles Teil vom Verarbeiten. Und ich glaube, jeder geht mit sowas anders um. Und jeder verarbeitet Dinge halt anders. Und ich weiß, und das geht es besonders an meine Freunde und Familie, ich kapsel mich momentan extrem von allen ab. Aber ich sehe in den Augen von den Leuten, wie leid ich ihnen tue. Und ich muss, ich muss allgemein Danke sagen. Danke für alles und alle Leute, die für mich da waren in der Zeit. Die an mich gedacht haben, die mir geschrieben haben, die vorbeigekommen sind. Manchmal bin ich da gelegen und habe einfach nur geweint, weil ich so dankbar für die Menschen in meinem Umfeld bin. Ich bin wenigstens nicht alleine damit. Aber genau die Menschen, die sperre ich gerade aus und sie mich fragen, wie es mir geht. Weil jedes Mal, wenn ich drüber rede, fange ich an zu weinen. Und ich glaube, ich muss das einfach selber verarbeiten. Ich habe nur die engsten Leute momentan um mich, weil ich mehr nicht schaffe. Ich schaffe es einfach nicht. Für mich sind so viele Dinge irrelevant geworden und so viele Dinge sehe ich jetzt ganz anders.
Deswegen, es tut mir leid, wenn ich nicht sofort auf eure Kommentare antworte oder allgemein auf eure Fragen und alles eingehe, aber es ist momentan sehr viel. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mich für meine Gefühle rechtfertigen muss, obwohl das natürlich kompletter Schwachsinn ist, das weiß ich. Ja, ich hoffe einfach nur, die finden da nächste Woche nichts mehr und dann auch die nächsten Jahre. Das Problem ist, dass man das immer im Hinterkopf hat. Momentan noch. Ich meine, es ist sehr frisch. Ich weiß das erst seit 2 Monaten mit dem Krebs. Nicht einmal 2 Monate. Und Schmerzen. Und die Schmerzen haben übrigens nach der ersten OP auch nicht aufgehört. Die hatte ich bis gestern. Gestern, während der Zeit, nämlich jetzt zwischen der ersten OP und jetzt, hatte ich immer noch Schmerzen nach der Operation. Es war ganz schlimm und ich habe dann auch wieder 2, 3 verschiedene Antibiotika gekriegt, weil die Blasenentzündung nicht weggegangen ist, die ich von der OP hatte. Und ich habe gestern ein neues Antibiotikum gekriegt und ich habe das erste Mal seit März keine Schmerzen mehr in der Blase. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das erste Mal keine Schmerzen mehr. Was ich noch erzählen wollte, ist eben, das ist nicht mein neues Zimmer. Ich bin ja im Sommer eben umgezogen, wie ich erzählt habe. Das, was nur momentan das Problem ist, ist, dass jemand in meinem Haushalt vermutlich Corona hat und deswegen bin ich jetzt momentan hier mit meinen Katzen. Die beiden gibt es zum Glück auch noch. Denen geht es gut. Da ist zum Glück nichts passiert. Ja, und das ist der Stand, wo ich die letzten 7 Monate war, die letzten 8 Monate war. Genau, ich würde so gern mit YouTube weitermachen. Es macht mir so viel Spaß und ich vermisse euch so sehr. Ich vermisse es, mit euch zu schreiben. Ich vermisse die Videos zum Bearbeiten und aufzunehmen. Und ich vermisse das alles ringsherum. Die ganzen anderen YouTuber, ich vermisse das so sehr. Ich hoffe, seid mir nicht böse. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht alle meine Abonnenten oder sonst was durch das Ganze. Ich weiß, dass es besser wird. Ich weiß, dass es aufwärts geht. Ich weiß, dass ich Glück im Unglück hatte. Ich brauche einfach nur Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Aber ich glaube, wenn ich das Video hochgeladen habe und die zweite OP überstanden habe, dann kann ich mit dem Ganzen schon viel besser abschließen, wenn die Leute einfach Bescheid wissen. Und ich danke euch vielmals für eure Unterstützung. Ich danke euch, falls ihr bis jetzt noch dabei seid. Und ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch geht, wie es euren Familien geht, wie war für euch die Corona-Pandemie. Ich hoffe, ihr seid alle gesund geblieben und seid immer noch gesund und dass es euch und euren Liebsten eben gut geht. Ich habe euch lieb und ich freue mich, von euch zu hören. Danke für alles und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder, das sicher dieses Jahr noch rauskommt. Okay, ich möchte mich jetzt selber nicht unter Druck setzen, aber ich will auf jeden Fall weitermachen, weil es mir so viel Spaß macht. Also, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ich gönne mir jetzt mal eine Schokolade, damit es mir wieder besser geht und gehe meine Katzen kuscheln. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns.